Mann, meine Kollegin war einfach 30 Minuten auf der Toilette. Meint die das ernst? Ey, was macht man 30 Minuten auf der Toilette? Ey, ich war alles, ich habe alles komplett alleine gemacht. Oh ja, unbedingt. Schokobon. Und boah. Ey, ich musste alles alleine machen. Mein Chef hat dich nur beschwert über alles und jeden. Machst du mir bitte noch die Maske drauf, Schatz? Ja, klar. Boah, und übrigens, ne? Boah, ey, die arbeiten alle so langsam, ne? Das ist nicht mehr normal. Ey, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das regt mich so auf, als hätte. Oder was sollen wir da machen, Alter? Oder keine Ahnung, Alter. Richtig kaltes Wetter, ja. Kalt, Digga. Wir können nichts machen, Alter. Bro, da guckt ihr die mal an, Alter. Oh, shit. Kommt die zu uns. Hallo. Hä? Bruder, lass sie doch mal in Ruhe, Alter. Das arme Mädchen. Hey, komm, die kommt, die kommt. Oder jede kommt immer zu mir, Bruder. Jetzt guck. Na, Süße. Na, Süße. Wie geht's dir? Geht's gut, an dir? Ja, mir auch. Sieht hübsch aus. Danke. Kannst du schnell zurückgehen, ne? Ja, was machst du heute? Ja, wenn du willst, kannst du mich heute um dein Blumenbeet kümmern. Wow, mir gefällt dein Humor. Ja? Ja, komm mal hier. Nicht schon wieder, Alter. Ja, Baby. Lass mich schon. Wach auf, du Hund. Warte mal. Um die Uhrzeit wäre der doch schon längst zu Hause. Wo ist der denn? Ich weiß es, der ist bestimmt feiern. Der ist bestimmt feiern gegangen. Ja, Mann, der ist feiern, gerade mit anderen Frauen. Nein, der ist gerade bei einer Frau. Der war feiern und ist jetzt bei einer anderen Frau. Hundertprozentig. Oder ist er vielleicht mit seinen Jungs? Ist er vielleicht mit seinen Jungs? Aber was, wenn die Jungs mit Mädchen mit dabei waren? Jedes Mal ist dieser Typ irgendwo weg. Der wird schon sehen. Ich ruf den jetzt an. Mein Handy ist am Arsch. Mein Akku ist leer. Keine Ahnung. Wie soll ich das erreichen, Mann? Jetzt denkt die wieder, ich bin irgendwo anders, Mann. Echt, die ist doch immer krank. Dein Handy ist aus? Sein Handy ist aus? Der ist 100% feier. Der wird schon sehen. Ja, scheiß drauf. Nein. Warum geht mein Auto nicht an? Mein Gott. Was mach ich denn? Es tut mir leid. Geht's Ihnen gut? Hallo, hallo. Oh mein Gott. Fuck. Ja. Könnt ihr bitte einen Krankenwagen rufen? Ich hab ihn angefahren. Ja, ich ruf sofort einen Krankenwagen. Ja, ich brauche dringend einen Krankenwagen. Susukstraße 69. Bitte beeilen Sie sich. Hier liegt jemand verletzt. Er wurde gerade angefahren. Freunde, ich wurde gerade angefahren. Was soll ich machen? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Gebt auf jeden Fall Daumen hoch, ja? Leute, ihr werdet es mir nicht glauben. Ne? Ich habe gerade einfach jemanden angefahren. Da liegt der. Bist du tot? Bist du tot? Mal laber nicht. Auto sieht okay aus, aber Leute, was sagt ihr? Soll ich Krankenwagen rufen oder einfach weiterfahren? Oh, shit. Ey, Freunde, ihr werdet nicht glauben, was mir gerade passiert ist. In meinen Augen wurde einfach jemand angefahren. Eigentlich sollte ich einen Krankenwagen rufen, aber ich glaube, die Story ist gerade viel wichtiger. Ich kann momentan keine Beziehung eingehen. In meiner Vergangenheit wurde ich so krass von meiner Ex-Freundin verletzt. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, weißt du? Schon okay. Ich verstehe das. Ja? Danke. Guck mal, ich muss dir was sagen. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich dir da so vertrauen kann. Schau mal, ich verstehe, was du meinst. Aber glaub mir, ich bin nicht wie die anderen Männer. Glaub mir, ich bin komplett anders. Das weißt du doch. Okay, du hast recht. Mach dir keinen Kopf. Was wollen wir jetzt machen? Worauf hast du Bock? Also, wir können zu dir Netflix and chill. Okay, können wir machen. Wollen wir? Okay, Schatz, ich gehe ganz kurz hoch. Ich brauche nur 2 Stunden, okay? Kein Problem. Lass dir ruhig Zeit, okay? Okay. Was willst du? Steig doch ein!
Minute. Was für eine Minute? Bei dir dauert das immer 2 Stunden. Was ist los mit dir? Bleibst im Auto, gehst nirgendwo hin, okay? Ganz einfach. Warum hast du überhaupt das Bild geliked von der? Alter, ich hab ihr Bild nicht geliked, Mann. Doch, was hast du? Hast du? Das ist doch sowieso deine Freundin. Warum meckerst du denn überhaupt? Weiß ich, weil du bist ständig auf dem Profil. Ständig. Weil mir ihr Profil immer angezeigt. Immer wird das Ganze oben angezeigt in der Suchleiste. Du hast kein Verständnis für sowas. Du musst doch dein Verständnis einfach mal. Komisch. Nicht. Übrigens, deine Freundin Anna, die ist so eine kleine. Geil, Mann. Oh, wusstest du das eigentlich? Der hatte was mit jedem von meinen Kollegen und das du gehst mit der raus. Warum gehst du mit der raus? Hallo? Das stimmt überhaupt warum nicht. Warum gehst du das mit der raus? Das ist voll der gute Mensch. Die hört mir immer zu. So ein guter Mensch. Warum ja, gehst du mit der raus? Zu, das weil ist mein die scheiß nett Problem. Ist. Sie ist zu dir, aber sie poppt mit dem eins rum. Warum poppt sie mit dem? Das ist mein scheiß Problem. Wer erzählt das denn? Ich hab's mit einem Augen gesehen. Ja, meine das Kollegen. Kann überhaupt gar nicht warum sein. Ist denn deine Kollegen was dabei oder was? Meine Kollegen wissen das. Deine Kollegen sind eh voll die. Wir haben gar keine Ahnung. Über die haben gar keine Ahnung. Über die wollen wir gar nicht. Ey, das war Zeiten. Nein, wir können doch mal über deine Freunde reden. Deine Freunde ja? Sind nämlich auch gar nicht so toll wie sie. Entschuldigung, hätten Sie vielleicht 5 Euro für Nüsse? Irgendwie ein bisschen Kleingeld, damit ich mir was essen kaufen kann, bitte. Ich hab seit Tagen nichts gegessen. Ich hab so Hunger. Ehrlich. Das wäre so nett von Ihnen. Ich küsse Ihre Hände dafür. Ja, ich glaube, ich hab gar kein Geld dabei. Oh, Digga, ey, mein letzter 5er. Nimm den, mach was Gutes raus, okay? Dankeschön, ja. Kein Problem, Digga. Alles gut, ja. Gott sei mit dir, ehrlich. Dankeschön, ehrlich. Ich bin so dankbar für diese 5 Euro. Ich küsse deine Hände. Dankeschön. Gott sei mit dir, ehrlich. Danke. Bester Mann, was? War eine gute Tat, oder? Beste. Digga, du kannst auch gleich machen. Ich rufe nur wegen einer Sache. Meine Freundin und die Leute feiern gehen. Was soll ich jetzt machen? Sag mir, was soll ich machen? Was soll ich dir sagen, was du machst? Ja. Wo ist hier im Wohnzimmer? Dieses Wohnzimmer. Du gehst ins Wohnzimmer. Ja. Dann sagst du, hör mal zu. Ja. Du gehst heute nicht feiern. Soll ich machen? Natürlich, du gehst nicht feiern. Nein, du gehst nicht feiern. Ich bin einfach nur. Alter. Hör mal zu, ne? Ganz kurz gesagt, du gehst heute nicht feiern, bleibst heute zu Hause, okay? Ganz einfach. Weil wir die feiern gehen, Alter. Warum ist denn der so cool jetzt? Naja, ich geh nicht feiern. Willst du mich eigentlich komplett verarschen oder was? Auf einmal geh ich nicht feiern oder was? Bist du jetzt cool vor deinen Freunden oder was? Ey, du wirst mich hinfahren und holst mich nachher ab, ist das klar? Auf einmal bist du so cool, ey. Was geht da, ey? Oh, shit! Alter, was ist das, Mann? Was gerade passiert, Rafael? Ich hab richtig blamiert hier, was ist das? Ey, mein Gott, ich dachte, du hättest die Hosen an in der Welt. Die hat dich so an den Eiern, oh, Alter. Was machst du denn? Das Kind eigentlich. Komm wieder, wenn du die Eier gewachsen hast, Alter. Jungs. Was soll ich später machen? Boah, keine Ahnung, Alter. Wir können ein bisschen chillen gehen, Alter. Pfeife rauchen. Pfeife rauchen gehen. Ja, meine Freunde auf sie das. Ja, Schluss. Nichts, mir ist langweilig. Ja, mach doch irgendwas. Willst du nicht vorbeikommen? Nein, wir sind am Chillen, Mann. Was muss man? Nervt doch nicht immer so, Alter. Ja, aber ich hab sturmfrei. Ja, wie? Bruder, sie hat sturmfrei. Ja, wie? Dann nimm mich doch mit.